YouTube. 2 Punkte liegen gelassen bisher in der vorherigen Folge. Aber wir müssen natürlich den Rest noch machen. 11.998. Mein Herz blutet. Ich sage auf jeden Fall Prost. Es ist heiß. Es ist Sommer. Wir können leider auch nicht mehr Punkte rausholen. Das ist das erste Mal, wo ich gesehen habe, dass du nicht 6.000 Punkte bekommst. Ach, dann warst du gestern nicht dabei. Das liegt aber auch daran, wenn es irgendwann zu lange dauert, die Hitze zu stark ist, dann habe ich irgendwann auch im Kopf keine Lust mehr. Und dann drücke ich einfach. Das würde ich sonst nicht machen. Also ich schiebe es einfach mal auf die Temperaturen. Vielleicht werde ich auch einfach alt. Aber ja, ich meine, trotzdem relativ gut eingegrenzt, nicht wahr? Die 200 Meter. Ich vergesse halt bei der Hitze noch mehr, als ich normalerweise vergesse. Das ist mein Problem. Ich habe einfach nicht geschnallt, dass ich gar nicht mehr am Startpunkt war. Wann bin ich nicht nochmal zum Startpunkt zurück? Dann wäre es mir aufgefallen, dass ich nochmal umgesetzt werde. Und dann hätte ich ja gesehen, hä? Moment mal, da ist der Startpunkt? Ich bin ja südlich gefahren auf der Suche nach der Straße und habe von da dann angefangen, die Straße zu zeichnen. Einfach trottelig. Naja. So kann es gehen und schon bleiben 2 Punkte liegen. Schöner Baum hier. Und hier hat doch wieder Maximum seine eigene Kirche. Ich erkenne es doch ganz genau. Wir haben auf jeden Fall einen Straßennamen. Wir sind irgendwo in Südamerika. Die Sonne ist im Norden, also sind wir im Süden. Ich würde fast Guatemala sagen, oder? Oder Mexiko oder so. Obwohl von der Bebaumung wahrscheinlich auch noch andere Sachen in Betracht kommen. Aber in Guatemala hatten wir gestern zumindest die Pfeile. Oder in Mexiko? Ich weiß gar nicht mehr. Armenien würde ich schätzen. Ja, könnte auch noch sein. Hm. E-Catering. De Marie. Okay. Er hat mich gedreht. Habt ihr das gesehen? Da. Was macht ihr denn? Er dreht mich. Ich will in die Richtung. Mann. Und wenn das auf einer Straße, wo man keine Häuser hat, passiert, dann sieht man nämlich nicht, dass er einen umdreht, dieser kleine Kakadu. Tornilia para vehiculos, electronos, materias, depositos, fandos. Tankstelle ist auf jeden Fall gut. Wir sind auch in irgendeinem Dorf. Bukerion, Melga. Sagt mir jetzt auch noch nicht wirklich was. Also die habe ich wirklich noch nie gehabt. Bulgarien und Melga. Weil die Flaggen so aussahen wie von Armenien. Rot mit einem Adler drauf. Also die Flaggen mit einem Adler drauf wär Mexiko, glaube ich, nicht? Die haben so ein Vieh noch drauf. Das kann auch eine Lokal... Le Flagge von diesem Ort sein, von der Region, etc. Pipapo. Aber es ist fast die gleiche, ähnliche Gegend, nicht? Ich hatte vorhin, als wir in Griechenland waren, oder eben, hatte ich auch kurz gedacht, wir sind in Südamerika. Palmen, okay. Weil das so ähnlich ist, ne? Straßen, die am Berg hängen lang führen. Auf beiden Seiten und man kommt kaum voran. Ich meine, ich könnte auch weiter in der Stadt da suchen, in dem kleinen Ort, ob wir da irgendwas erkennen, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn wir ein bisschen rumfahren. Und auch mal so einen schönen Schrein entdecken. Sieht aus wie so ein Boot, was die da reingebaut haben. Oder? Ich glaube, die haben ein altes Fischerboot genommen, hingestellt, zugespachtelt und einfach einen kleinen Schrein draus gemacht. Naja gut, Wiederverwertung oder sowas. Aber Flaggen wären schon ein guter Hinweis, die übersehe ich echt gerne. Weil ich halt so mich auch darauf konzentriere, dass der mich nicht irgendwie aus Versehen umdreht. Ist übrigens der neue heiße Scheiß, nicht? Mauern mit Steinen
nur zu bemalen, dass es aussieht, als ob da Steine sind. Ich meine, das sieht aus, als ob es irgendwie der Dreijährige aus dem Kindergarten gemacht hat. Aber wenn das gut gemacht wird, dann sieht das echt realistisch aus und kann sehr viel Geld sparen. Hier kommt man auf jeden Fall richtig gut voran. Also in Ecuador, Kolumbien und Co., da haben die wirklich gute Fotos und Aufnahmen. In Afrika, da bleibst du manchmal einfach hängen im Nirgendwo. Ganz schlimm ist Südkorea, da bleibst du ständig irgendwo auf dem Reisfeld hängen oder mitten auf einer Hauptstraße und kannst nicht mehr weiterfahren. Und dann guckst du mal in so einen Mapmaker rein, dann hast du überall so kleine Unterbrechungen. Und da fragt man sich immer, wirklich, im tiefsten Dschungel kriegen sie es einfach hin. Und irgendwo in Südkorea, wo alles 5G abgedeckt ist, kriegen sie es nicht ordentlich hin. Und danke für den Follow-Site. Denn die Zeit macht nur vor dem Teufel halt. Jetzt fahren wir wieder hoch. Ich habe gerade wirklich SA. Echt gerade Griechenland Vibes, nicht? Okay, San Andreas SA. Konzu Destino Autofusa. Ich hoffe, der hat eine Klimaanlage für die armen Menschen. Oh, eine Klimaanlage wäre was. Wenn die nicht so viel. Da ist der Sound dazu. Wenn die nicht so viel Strom ziehen würden. Ich würde mir sogar eine Splitanlage holen, aber als Mieter, nicht, kann man eine Splitanlage halt nicht einbauen. Ist ja auch irgendwie für die 2-3 Tage, wo es wirklich mal heiß ist. Irgendwie ein viel zu hohes rausgeworfenes Geld. Acapulco. Wir haben ja nicht mal einen Dorfnamen bisher gesehen, oder? Doch, Melba. Okay. Pfirsich-Melba kenne ich. Wo kommt denn der her? Okay, also ich weiß nicht. Wollen wir mal in die andere Richtung fahren? Obwohl, in die andere Richtung sind wir am Ende im Dorf, nicht? Wir kommen hier nur raus. Vielleicht gibt es aber eine andere Ausfahrt aus dem Dorf heraus. Ich glaube nicht, dass jetzt hier die großartige Erkenntnis kommen wird. Wir sind in der gleichen Situation wie in Griechenland. Auf irgendeinem kleinen Weg, der sich an den Bergen langschlängelt, irgendwo im Nirgendwo, tief gefangen. Straße wird ein bisschen breiter. Hier, der hat das schöner hier. Der hat richtige einzelne Ziegel. Ah, ich glaube nicht. Lehmofen? Oh. Oh, guck mal. Oh. Richtig geile Brötchen gebacken. Boah, ist das geil. Ey, ich sag euch, das ist das Leben. Scheiß auf alles andere, aber so ein krasser Lehmofen und dann einfach frisch gebackene Brötchen oder Pizza. Oh, guck mal, sogar in 3 Stufen. Boah, richtig, richtig Luxus. Ach, das ist sogar ein Restaurant oder sowas. Ich sag euch, das sind Geschmackserlebnisse. Gerade Brot kann so krass gut sein. Nicht immer der ganze süße Scheiß. Generell Grillsachen. Da kommt ein Schild. Da kommt das Schild. Und wir sind
Kunimidare, Gobelmanschane, Colombiano. Okay. Das große Wort lese ich einfach nicht. Kolumbien. Kundinimaka sind wir. Ich liebe solche Schilder. 1,4 Milliarden werden investiert. Guck mal, wir haben ja sogar eine Karte. Okay, bei San Miguel. Ah, bei San Miguel. San Miguel, Santa Rosa. Plato, El Guramo, El Guaucho. Welche Straße ist denn das? Noch sehe ich es nicht. Wo ist dieser Fluss? Sogar Google Earth. Santa Helena Baja. El Banco. San Benito suchen wir. Baja. Das ist vielleicht eher hier. Irgendwo so. Diese krasse Stelle muss man doch sehen. Wenn ich hier irgendwo bin. Ist das vielleicht eher hier die Flecken? Der Rosario. San Miguel. Santa Rosa. El Caucho. El Guraumo. Ich sehe weder das eine noch das andere. Jacinto, Maria de la Baja. Wir suchen aber Santa Helena. Planquea? Nee. San Pablo? Ist das hier vielleicht die Ecke? Der doofe Strich da. Sabana Magra oder Lagra. Okay, da ist La Marta. Aber wir suchen La Marga. Ich bin echt blind. Wäre mein zweiter Guess gewesen. Ja, also ich hätte am Anfang eher gedacht Ecuador. Aber Kolumbien passt eigentlich auch immer gut. Nur die Verkehrszeichen, gut, die teilen sich die ja teilweise. Die im Dorf sahen so aus wie die in Guatemala gestern. Frage ist halt, welche Zoom-Stufe ist das? Wir wissen ja den Dings. Antigua, wir sind aber in Kundibandare. Wo ist Kundibandare? Bolivar. Sucre. Cordoba. Was haben wir hier? Sucre, Bolivar. Achso, das ist nur eine Ecke. Das sind nicht drei, die aufeinandertreffen. Ich gehe mal an diese Dreierecken. Wo die aufeinandertreffen. Was ist hier? Magdalena Atlantico. Magdalena César. Okay, vielleicht ist es hier oder sowas. El Ocho. Ich liebe es, wie es einfach immer erst am Ende eingeblendet wird. Boyaca, Santander, Pandi, Municipio, Regionale. Steht hier noch irgendwas anderes? Pandi. Hm.
Gunni Makara, hier. Da unten sind wir. Okay. Und hier ein Sumpfgebiet irgendwo? Sieht auf jeden Fall krasser aus. Honda. Epennon. Vanni. Das ist immer schrecklich, wenn man alle Hinweise hat und den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht sieht. San Miguel sehe ich nicht. Ich sehe San Francisco. La Vega. El Guaruamo wäre unser nördlichstes Ding. Ich meine, das ist der einzige Fluss hier, oder? Da kann es ja eigentlich nur da sein. Und hier ist die Ecke. Der Fluss begrenzt das. Incora, nee, El Gaucho. Loma Padre. Das passt sich. Was ist, wenn ich das einblende? Sehen wir das Ding da oben? Da müsste so ein Riss sein. Was ist das hier? Urino? Taucht bei denen auch nicht auf. Ich frage mich ja, was das hier ist. Ist das die Regionsgrenze? Und hier so eine Straße, die in so Zacken rübergeht. Ist das vielleicht nicht nördlich ausgerichtet und das ist das hier nur? Kann ja eigentlich nicht sein. Ibacke. Palankikos sehe ich noch. Also die Region, wie weit geht denn die? Geht die bis hier runter? Nee. Irgendwo muss hier noch ein Trenner sein, den ich nicht sehe. Hier. Okay, hier treffen die alle aufeinander. Also bis in die Ecke geht die. Dann hier rum, bis hier rüber. Ah, das ist Bogota anscheinend dann. Kann das sein? Weil das ist eine eigene Grenze hier. Dann wäre da das die Straße durch Bogota, aber die sieht nicht so aus, wie sie hier aussieht. Passt nicht. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Seht ihr irgendwas? Also jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine, da stehen 30 Orte drauf. Die Straßen passen nicht. Wir sind im richtigen Municipital. Und wir haben eine Karte, die einfach nicht zur Karte passt. Ich sehe kein Tunja. Ich sehe kein Bogota. Ich sehe ein San Benito. Vielleicht ist das wirklich so krass rangezoomt auf so eine Ebene. Das könnte natürlich sein. Buenos Aires haben wir gefunden. Das ist wirklich hier Laguna Bonita.
Aber trotzdem, da müsste es ja tausende Straßen da geben in der Ecke. Ich hätte ja auch gedacht, das hier sieht man und das da. San Miguel, da ist es. Okay, die Ecke hier. So rangezoomt ist das. Das ist Singapur. Buena Vista. So, passen die anderen Sachen? Wo ist Baniticus? Ballonkinokos? Das müsste ja irgendwo hier sein. Sehe ich zum Beispiel auch nicht. Etopakito. Und das wäre eigentlich auch schon nicht mehr Kunimantara. Davon mal abgesehen. Und San Miguel kann es überall geben, nicht? La Miel, aber El Caucho sehe ich nicht. La Mora Pancha sehe ich nicht. El Guraumo sehe ich nicht. Pandi. Ist Pandi eine größere Stadt, die man hier sieht? Auch nicht. Tja. Ich meine, besseren Hinweis kann ich nicht finden, nicht? Ah, ich sehe es nicht. San Bernardo steht hier noch. Bernardo. Und Portones. San Bernardo und Portones. Portones hätte ich ja denn hier erwartet, wo es wieder hochgeht. Das hier, das könnte die Straße sein, die so rüber geht. Hier. Ja, das hier ist der Knick da oben. Dann ist das hier das Ding da. Oder? Das hier sieht auf jeden Fall schon stark nach der hier aus. Und dann geht's hier rum, aber wo ist die Straße, die hier nach oben führt, die fehlt? Und die ganzen Namen passen nicht. Also sonst sehe ich keine so eine zackige Straße aus an der Stelle. Aber ist auch nicht unser Municipidat, nicht? Eigentlich besteht unseres fast nur aus dem Bogota-Teil. Und das hier der einzige Fluss hier. Aber da war ja der Ataraya. Das steht auch nicht drauf. Sabana Larga. Gibt's nicht. Wie weit denn geht denn unser bis hier? Okay, vielleicht sind wir hier hinten. Mal einen ganz anderen Ansatz versuchen. Wir gehen bis an diesen Fluss und dann runter. Und dann hier wieder hoch. Okay. Heute ist echt nicht der Tag für Geotastic. Ich glaube, die heißen Tage generell nicht. Madrid. Also ich sehe alle Sachen,
aber nicht, also die Wahrscheinlichkeit, kein Baja, kein San Miguel, kein San Benito zu sehen, ist eigentlich relativ klein. Venezia. Und ich meine, so viel wird sich auch nicht geändert haben bei den Straßen und Daten. Und ich meine, da ist ein großes Flussgebiet. Und nur ein Fluss fließt durch unser Ding. Hier ist noch ein San Miguel. Aber das wäre halt ein anderer Bezirk. La Mesa. Sehe ich auch nicht. La Vega sehe ich. Merced. Da fehlt das S. Mercedes. Also, habe ich so schlechte Augen oder hilft uns die Karte eigentlich gerade gar nicht? Zweifel so langsam ein bisschen an der Ecke der Karte. Oder vielleicht stimmen die Informationen auch nicht zusammen. Leyenda. Kolumbien. Handy. Handy oder sowas sehe ich aber auch nicht. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr verarscht gefühlt wie gerade. Und wenn wir von der Seite auf die Karte gucken, werden keine neuen Erkenntnisse dazukommen, nicht wahr? Da ist noch ein San Miguel. Da sind halt keine Flüsse oder sowas. Und dieses ganze Baja-Zeug fehlt mir halt. Der Baja. Baja de la Luna. Ich meine, ist das hier Bogota? Das sieht aus wie eine große Stadt. So. Wenn wir sagen, das hier ist Bogota, dann ist das hier die Straße raus aus Bogota. Und dann kommt da San Bernardo. Ich sehe nur San Francisco. San Bernardo, da ist es. Boah, also wirklich, guck mal, in welcher Zoom-Stufe San Bernardo erst auftaucht. Das kann's doch nicht sein, oder?
Okay, dann ist es, das ist San Bernardo. So, jetzt müsste hier ein San Benito kommen. Wenn das andere so klein war, dann wird doch das San Benito super klein sein. Rancho? Hier ist ein Rancho. Aber wir haben Gaucho. Okay. Okay, aber dann muss das irgendwie dieser Fluss sein. Macht für mich aber sonst auch keinen Sinn. Was mich halt wundert, der macht hier oben so einen Knick und geht in so einen Fluss über oder so. Das macht er hier nicht und auch diese ganzen Nebendinger sehe ich hier nicht. Könnte es denn das hier sein? Dass das dieser Knick ist und hier ist einfach nur Schwemmland eigentlich. Okay, aber warum man hier die große Stadt einfach nicht hinschreibt, wundert mich. Warum die anderen Sachen halt nicht auftauchen? Okay, aber ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück und gucken, wo wir genau sind, in welchem Dorf. Wahrscheinlich fahre ich jetzt direkt auf die Autobahn rauf. Dann fresse ich aber 2 Besen. Das könnt ihr glauben. Dann müssen wir jetzt hier Glück haben, wenn unser Dorf überhaupt auftaucht, nicht wahr? Puente Natural Piscina Azufrada. Würde nicht helfen. Ich muss sagen, ich weiß, warum ich mal ein halbes Jahr Pause von Geotastic hatte. Genau wegen solcher Orte. Wenn man sowas nur einmal pro Runde kriegt, das ist geil. Wenn man es aber pro Runde 5-mal kriegt, ist es einfach super nervig. Ich hätte gerne so eine Skala zwischen schweren und leichten Orten und irgendwie so 2 leichte, 2 mittlere, 1 schweren oder so. Das wäre optimal in der Verteilung. Aber nicht 4 schwere. Und dann einen sehr leichten oder sowas. Wow, den brauche ich dann auch nicht mehr, wo ich in 20 Sekunden in Dänemark weiß, wo ich bin oder so. Aber ein Dorfname stand wieder nicht dran. Hilft uns also auch nicht in die Richtung. Wir wissen nur, es schlängelt sich. Eine Brücke. Die Techu, Sumpas. Noch ein Schrein. Und nochmal Balcon de Tolima. Tja. Da wir nicht mehr genau wissen, wo, ich weiß nicht, ob das überhaupt auftauchen wird. Tolima, Tolentino. Esperanza. Ich meine, wenn wir einfach die falsche Ecke auf der Karte rausgesucht haben, Baltimore, St. Louis,
Dann hilft uns das eh nicht. Ich würde ja sagen, wir sind irgendwo hier mittendrin. Trigo, Mercedes, Tablanca, Tacorema, La Florida, Boyaca, San Marino, La Helena, La Mesa, Trinidad. Wenn wir jetzt noch einen Tobago finden. La Botica. Quipile, Carlos, Rio Funo, Chorlilo, Honduras, Tendida. So warm, ich rutsche von meiner eigenen Maus inzwischen ab. Latabala. Okay, hier ist so flach, da können wir nicht sein. Sind ja mitten in den Bergen. Also außer Tokaima und Tokima habe ich jetzt noch nichts gesehen mit T. Was passen könnte. Tanjo Tabio, aber das ist zu weit weg. Hier ist noch ein San Luis. San Benito. Tentidos. Es kann sein, dass das auch gar nicht eingezeichnet ist, unseres. Ich hatte auch schon mal, dass eine Straße und ein Fluss nicht eingezeichnet war, auf der wir waren. Das war ein bisschen scheiße. Hier ist noch ein San Miguel. Nee. Ah, ich wollte das große Schild noch lesen. Was steht hier? Ikononzono. Ikononzo. Aber das hatten wir doch schon gesehen, oder? Ikononzo. Nee, das hatten wir eben nicht gesehen. Das ist das Problem. Es könnte natürlich auch einfach eine Region sein, die so heißt, die hier gar nicht abgebildet wird. Also eine Teilregion. Ich dreh am Rad. Hier ist der Tolima. Okay, vielleicht ist Tolima eine größere Region? Ja. Okay, wir sind irgendwo genau hier, weil jetzt sind wir in Tolima rein gerade. Und eben waren wir noch da. Das heißt, wir müssen irgendwo in den Bergen dazwischen sein. Und das gibt's eigentlich ja nur hier unten. Oder hier oben. Und hier gibt es keine Berge mehr. Also entweder hier um Incora. Und da sehe ich unseren Namen halt auch nicht. Oder hier unten. Und wir müssen ja schon drüben sein gerade. Dann ist die Frage, wo sind wir rübergekommen? Ist das der Fluss? Dann kann das ja eigentlich nur irgendwie
der Fluss sein, der die Grenze zwischen den beiden darstellt. Das heißt, wir sind an einer Überfahrt und die geht Nord-Süd rüber. In den Bergen. Okay, das kann ja nicht so schwer zu finden sein. Eine Überfahrt zwischen den beiden, die Nord-Süd geht. Wir haben gar keine Überfahrten. Gehen alle mit Fähre rüber oder was? Die haben auch gar keine Berge, wo die sich hier großartig treffen. Ah, gut, das ist West-Ost. Oh. Aber der Fluss sieht doch viel zu groß aus für das, was wir haben. Ich glaube, wir sind eher auf so einer Seite. Aber das Problem ist, die Sachen gehen ja trotzdem hier am Fluss entlang. Wir wissen genau, dass wir gerade wechseln. Das ist das Einzige, was ich mit Sicherheit weiß. Außer die Schilder stehen nicht richtig. So, und wir kommen sicher nicht aus so einem Dorf. Wobei das gerade das Einzige ist, was ich sagen würde, was passen könnte. Und hier schon anderes. Also hier trennen die sich. Eventuell sind wir hier gerade. Aber hier sind keine Berge. Das macht irgendwie keinen Sinn. Madeline, das wüssten wir nicht inzwischen. Bei Ikon Zondo? Danke, wie gefällt mir das alles hier nicht gerade? Bist du immer noch bei der gleichen Runde? Du warst weg, ich habe gefragt, ob ihr helfen könnt. Keiner hilft mir, ihr lasst mich einfach in den Stich. Wir haben sogar eine Karte von der Topografie gefunden. Und eine Katze oder Hund? Hund. Und das hilft einfach nicht, weil die Orte nicht auf der Karte bei uns existieren. Das Problem ist, auf OpenStreetMap werden die Orte dastehen, die auf der Karte sind. Aber in unserer Karte sind die Orte nicht eingeblendet, weil das nur so Subinformationen sind. Wir wissen hundertprozentig, wo wir sind, aber es macht keinen Sinn, wo wir sind. Musste essen mit meiner Familie, das geht immer hinten dran. Familie kann warten. Nein, Spaß, Familie ist wichtig. Und Essen ist auch wichtig. Würde ich genauso machen. Aber ja, es ist wirklich haarig. Also, wir sind an der Grenze zwischen Tolima und Kunimankara in den Bergen und gehen über eine Brücke, die eine Nord-Süd-Verbindung über diesen Fluss hat. Und die gibt es nicht. Es gibt nur West-Ost-Verbindungen. Oder welche, die nicht in den Bergen liegen. Ich bin hier alles abgegangen schon. Macht einfach keinen Sinn. Und wir sind irgendwo ja in den hohen Bergen drin. Und die ganzen Ortnamen, die irgendwo stehen, gibt's halt auch nicht. Das macht's umso bescheuerter. Zu kaufen, zu mieten, wow. Minuten schon wieder. Das Ärgerlichste ist halt wirklich, das mit einer Karte zu haben. Und die Straßen sehe ich weder, dass die so laufen, wie sie laufen. Noch sehe ich die Flüsse, die laufen, wie sie laufen. Noch sehe ich die Orte.
Das war das Schlimmste. Da haben wir, glaube ich, 20 Minuten mit dieser unnötigen Karte verballert. Wir wissen ja nicht mehr, in welchem Ort wir sind und starten. Hier, Pandi. Guatimbul. Wenn man wenigstens wüsste, auf welcher Höhe man startet. Lumbi. Ich glaube, mit dieser Überschneidung hier, da lege ich mich gerade selber rein. Ich denke, wir kommen in Tolima war eher so ein, man reist dahin, aber ist noch nicht da. Wir werden halt in irgendeiner kleinen Ecke hier hocken. Aber ich habe nicht einen Namen gesehen, der bisher übereinstimmte mit denen, den wir gesehen haben, außer der von den Regionen. Das macht mich eigentlich am verrücktesten. Nicht, dass wir doch hier drüben sind. Das ist übrigens wieder Berlin. Schon wieder ein Berlin gefunden. Sehr gut. Also heute ist zum Verzweifeln. Ein Bella Vista, immerhin ein Bella Vista. Tja. Zu viel Gebiet einfach, um das einzugrenzen. Und die Orte scheinen halt zu klein zu sein, als dass sie irgendwo auftauchen. Dass ich sie wahrnehme wieder. Wenn wir nicht wie vorhin einfach ranzoomen und Glück haben. Hier, Tolima und Kun. Hier laufen die nochmal zusammen. Aber es ist halt auch nicht in den Bergen. Das macht mich eher so stutzig. Kommen die nochmal zusammen? Nee, oder? Ja, vielleicht sind wir doch hier. Und das ist gar nicht so hoch. Es wirkt vielleicht nur so hoch hier. Das können natürlich auch sein, dass die Höhendaten hier einfach nicht passen. Oder wir sind wirklich in diesem kleinen Stück hier, wo es einfach so hoch ist. Ja, wir müssen hier unten sein. Das macht auch Sinn vom Fluss. Ich habe nicht gesehen, dass die hier weiterlaufen. Dann müssen wir von hier oben auch irgendwo rauskommen. Albania! Vielleicht deswegen die Flaggen vorhin, die du gesehen hast? Aha. So als Gag? Aber El Maison? Sehen wir El Maison hier? Pandi. Pandi steht auch irgendwie Pinal. Die ganze Zeit dran.
Da, Pandi, da unten. Hier laufen die. Auch nochmal. Hier. Hä? Okay. Hier sind auch Berge. Krass. Ach, weil die Ansicht. Ich denke immer, das hier ist die Ansicht mit den Bergen. Ist sie aber gar nicht. Ah. Okay. Dann sind wir hier. Pandi. So, und wo ist der andere? El Maison. Das ist die Strecke Nord-Süd. Da sind wir gerade rüber. Dann müssten wir hier sogar starten im Pandi. Ich gehe aber mal zurück. Wir starten an der Carrera 4. Ecke am Stadtplatz. Carrera 4. Gäbe es. Aber an welcher Ecke? Wenn es jetzt noch Punto Nectar hier gibt. Richtung Süden. Nee. Wenn wir hier reinfahren, sehen wir hier Avendia 3A. Avendia. Okay, das ist keine Avendia. Das ist auch Iconzo. Okay. Ja, ja, dann waren wir auf jeden Fall an der Stelle. Weil da stand ja nach Iconzo, willkommen. Das heißt, wir kamen durch Pandi. Aber von wo kamen wir nach Pandi rein? Kamen wir vom Norden? Aber nochmal, um das zu checken hier. Das hier ist die Karte, die wir gefunden haben. Wo soll das mit der Ecke übereinstimmen? Und in welcher Zoom-Stufe? Das Pandi. Das Iconzo. Alter, die Karte hat diese Zoom-Stufe. Ja, kein Wunder, da kann ich ja echt lange suchen. Und das hier ist das Ding. Mit dem hier. Ja. Ne, dem Ding sogar nur. Und der Fluss soll so aussehen. Das passt ja vorn und hinten nicht. Okay, hätte ich einfach nicht erkannt. Also das ist krass, oder? Also guckt euch mal den Ausschnitt an. Der ist ein Kilometer Steps. Ja, also das. Wieso? Ich dachte, die Karte ist in der Größe, nicht? Ich habe die ganze Zeit in den Abstufungen gesucht. Aber dass das da irgendwie hier Iconzo und Pandi so eine kleinen Pups-Dinger sind. Okay, damit habe ich wirklich null gerechnet. Aber trotzdem auch St. Helena de Banja sehe ich nicht. Baja sehe ich nicht. Iconzo sehe ich jetzt, ja. Pandi sehe ich jetzt, aber die Straßenführung passt trotzdem nicht. Also das Ding geht ganz anders, als das hier abgebildet ist. Und auch das hier sieht anders aus hier, als es hier ist. Und die Straße nach unten sieht anders aus. Der Fluss sieht anders aus. Also weiß ich jetzt nicht so. Scheißkarte. Okay, dann müssen wir halt nur herausfinden, in welchem Ort wir sind. Und das stand bisher noch nirgendwo dran. Und danke für den Follow, Properio. Mein Gott, bei mir gibt es die Garantie, dass ich den Namen falsch ausspreche. Und ich meine, wir sind erst in Runde 3 von 5. Alter, die ganze Runde
hat es gedauert, das hier einzugrenzen. Da wäre übrigens die Flagge gewesen. Ah. Da oben stand nochmal was. Nach Magda geht's oder so. Boucheron. Wenn wir Boucheron finden, dann wissen wir, dass wir da 14 Kilometer weg sind. Oder Melga. Das ist Melga. Okay, ja. Und wir wissen Iconso. Warum hier zum Beispiel nicht Iconso dran steht? Das ist Boucheron. Nach Norden. Das ist 14 Kilometer weg. Das heißt, wir können nur irgendwo auf dem Ding sein. Ja, wir können nur hier drin sein. Es geht ja gar nicht anders. Also es gibt kein anderes Dorf, was größer ist, was auf dem Weg nach da liegt und 14 Kilometer weg sein kann und uns zu dieser Brücke hier führt. Also, es gibt auch keine, die überhaupt mehr als drei Straßen haben hier in der Ecke. Das nächste könnte höchstens San Bernardino sein. Und der hat aber eine Carrera 3. Aber eine Carrera 4 und keine Kalle 4. Doch, Kalle 4, Ecke Carrera 3. Scheiße. Prost. Okay, nach Norden ist aber eine Tankstelle. Von Terpel. Von Terpel. Wir gucken mal bei Pandi. Ja, da, guck mal, Terpel. Da sind wir. Okay. Dann passt halt nur die Bezeichnung der Straße nicht. Avendia 3A. Hier ist 4A. Das 3A. Wir stehen bei 4, Ecke 3a. Also hier ist 4. Aber nicht 3a. 3a wäre hier unten. Aber da gibt es kein 4. Carrera 4a, die ist hier. Entweder stehen wir hier oder da. Stellen wir uns einfach mittig. Komm, Finish, egal. Ich habe jetzt keinen Bock herauszufinden, welcher von den Läden noch existiert. War richtig! Alter, war das ein Scheiß. Guck mal, wie weit wir fahren mussten. Da war die Karte erst. Die Karte hat uns jetzt zumindest das Municipidat gesagt, nicht? Und das hier hat uns das andere gesagt. Nur deswegen wusste ich, ich bin an der Grenze. Ah, wow. Wow ist anders. Wir haben ganze... Wie lange? 50 Minuten gebraucht? Für das bisschen? Aber es ist halt auch heute echt immer im Nirgendwo. Bogota wurde nirgendwo erwähnt. Wenn irgendwo ein Schild gewesen wäre, 80 Kilometer nach Bogota. Alles klar. Nee, was steht dran? 32 Kilometer nach Iconso oder sowas. Und nach Nee, nicht mal El Boqueron, noch Boqueron. Und was steht auf der Karte? Aber El Boqueron. Und das auch nur, wenn du richtig ranzoomst. Die Ecke sieht einfach aus, als ob nichts existiert hier unten, wo wir drin waren. Allalalalala. Ich würde sagen, die anderen beiden machen wir in der nächsten Folge.